Willkommen zurück bei Gothic. Ich bin immer noch dabei, ins neue Lager aufgenommen zu werden. Und dafür muss ich mit Mordrag reden, aber dafür muss ich erstmal ein Schürfer sein. Und wie ihr sicher schon mitgekriegt habt, das neue Lager, da links, da wo der Pfeil ist, das bin ich. Direkt hinter mir ist das neue Lager. Und wenn ich den Gang, den Weg nach links weitergehe, die Kurve rum nach Süden, dann ist dort, soweit ich weiß, die Mine des neuen Lagers. Und was liegt näher, um Schürfer zu werden, als zur Mine zu gehen und, naja, zu schürfen. Oder zu gucken, ob man da dort Schürfer werden kann. In diesem Sinne, auf zur Mine und Schürfer werden. Was machen die denn hier? Die trainieren, ne? Söldner. Bisschen Abstand halten. Kord. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. Boah, nur so wenig. 30 Erz will ich sehen. Nur so wenig. Habe ich 20 Leben? Na, mir fehlen noch ein paar Lernpunkte. Was? Hat er nicht gerade 30 gesagt? Er hat doch gerade 30 gesagt, oder? Oder war 30 für Stufe 1? Zeig mir, wie ich im Ich kann dir nicht. Nee. Na gut. Aber gut zu wissen, dass der mir hier Kämpfen beibringen kann. Der Kord. Das hier ist jetzt, glaube ich, der Weg. Naja, es geht durch die Berge. Das passt schon. Das ist bestimmt der Weg zur Mine. Uiuiuiuiui. Drei Scavenger. Oh, das läuft einfach so gut mit Einhänderwaffen. Wenn man damit ein bisschen umgehen kann. Das ist so viel besser, als wenn man damit einfach keine Ahnung hat, wie man damit umgeht. Ich glaube, das läuft gerade echt so gut. Die Stufe 2 kann ich mir eine Weile sparen. Und erstmal die Lernpunkte in was anderes investieren. Ich weiß noch nicht genau, in was. Achso, ja, doch, klar. Natürlich ausnehmen. Tiere ausnehmen. Das braucht aber nur eine Stufe. Und 300 Erz, wovon ich fast schon alles habe. Nach dem letzten Mal. Der Ruckler gerade war im Spiel. Das war nicht die Aufnahme. Ich brauche noch 30 Erz. Und ich müsste natürlich zurück zum alten Lager. Aber was hat Laris gesagt? Laris will einen Spion im Sektenlager. Okay, nicht im neuen, nicht im alten Lager. Weil das im alten Lager hätte ich ja übernehmen können. Boah, ist das dunkel hier. Okay, es wird auch langsam Nacht, es ist 20.07 Uhr. Vielleicht kann ich bei der Mine übernachten. Andererseits, bevor ich da jetzt ins Dunkle reingehe, speichere ich lieber eine Runde. Ich könnte natürlich auch eine Fackel in die Hand nehmen. Aber ich fürchte, hier sind Gegner. Sag ich doch. So. Genau, die Lernpunkte werde ich investieren, ins Tier rausnehmen und das Erz, sobald ich wieder ein bisschen was zusammen habe, glaube ich, für eine Rüstung und für eine bessere Waffe. Eine Waffe muss vor allem mal sein. Was haben wir? Ein Wolf, der einen Mole Rat jagt. Ich glaube, da bleibe ich lieber ein bisschen auf Abstand, weil Wölfe sind sehr stark und ich bin sehr schwach. Frisst die Mole Rats. Das ist scheinbar abgelenkt. Vielleicht kann ich ja hier oben rumgehen. Dann begegne ich dem Wolf jetzt erstmal nämlich nicht. Oha, was ist das denn hier? Ich werfe einen Blick auf die Karte. Ach, ich bin ja schon direkt da. Ja, da ist die Mine. Das ging hier einfach. Ups, wie komme ich jetzt da runter? Lebendig, bitte. Vielleicht dadurch? Ist da nicht der Wolf? Ich dachte, da war gerade der Wolf. Wo ist der Wolf hin? Keine Ahnung. Scheint weg zu sein. Wird schon passen. Falls er mich verfolgt, renne ich einfach zur Mine und lass die NPCs innerlegen.
Guten Tag. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welch. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Okay. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Okil. Okil. Ich geh dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Okil, Okil. Oder so. So, wie kann ich jetzt hier schürfer werden? Zum Beispiel, indem ich eine Fackel in die Hand nehme. So, jetzt aber. Dann sieht man doch immerhin mal ein bisschen was. Ein Söldner, der kann mich sicher nicht aufnehmen. Noch ein Söldner. Es scheint ja so ein bisschen chaotisch zu sein, ne? Schürfer, vielleicht könnt ihr mir was sagen. Hier? Ich habe keine Lust, irgendwelchen Ärger zu bekommen. Ich will mitmachen. Was muss ich tun, um bei euch mitzumachen? Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Ich bin hier nur eine kleine Nummer. Sprich mit Swiney. Swiney, okay. Wo finde ich Swiney? Bist du Swiney? Nein. Bist du Swiney? Nein. Ein Söldner. Söldner. Und Schürfer. Ich will jetzt auch gar nicht von der Arbeit abhalten. Es gibt wahrscheinlich nur Ärger. Okay. Hey du! Du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Ich will einer von deinen werden. Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Das klingt ja sehr freundlich. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Okay. Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich hab zu tun. Ja, na gut. Bin ja schon weg. Unfreundlich. Ernsthaft. Dann ist Swiney vielleicht in einer der Hütten? Naja, sieht nicht so aus. In Hütten reingehen ist auch immer so ein bisschen problematisch. Weil man nicht weiß, wem die Hütte gehört und wer sich dann beschwert und einen vielleicht verprügelt, wenn man zu lange drin bleibt. Söldner, Schürfer, Schürfer. Sag mal, wo ist denn Swiney? Das ist doch wohl nicht ganz unten. Da ist er doch, Swiney, hey, ich will Schürfer werden. Hör mal auf, so viel zu rauchen, das ist ungesund. Ja, ich weiß, ich habe selber Zeug verteilt. Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Der Beste. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Nein. Nein. Natürlich nicht. Warum immer ich? Gut. Pass auf. Du nimmst jetzt diese Klamotten und ziehst sie dir an. Hier. Wenn dir ein Erzbrocken auf den Fuß fällt und du keine Schutzkleidung trägst, bist du ein Krüppel und nur noch die Hälfte für uns wert. Eine Spitzhacke liegt hier bestimmt irgendwo noch rum. Aber viel anfangen kannst du damit sowieso nicht. Naja, was soll's. Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Okay, das mach ich doch mal. Was habe ich denn hier jetzt gekriegt? Schürferklamotten, Schutz vor Waffen 10, Schutz vor Feuer 5. Cool, damit habe ich jetzt Schutz vor Waffen 15. Ich habe meine erste Rüstung. Das wäre also schon mal erledigt. Auch wenn sie nicht so super toll aussieht. Ich habe meine erste Rüstung. Das heißt, das kann ich erstmal wieder hinten anstellen. Das Rüstung suchen. Und ich gehe jetzt hoffentlich als Schürfer durch, wenn ich in die Taverne im neuen Lager rein will.
Was? Ich habe noch was zu erledigen. Das denke ich auch. Ich bin doch hier vorbeigelaufen. Was soll das? Oh je, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das ist zum Glück nicht unübersichtlich hier, diese Mine. Was hier? Ja, könnte sein. Ich glaube, da war es, oder? Nein, warte. Ach, jetzt bin ich hier gegenüber, wo ich zuerst hingelaufen bin. Okay, dann muss ich jetzt einmal außen rum. Dann so schräg gegenüber müsste es dann aus dem Minenkessel wieder rausgehen. Hier irgendwo müsste das sein. Vielleicht da? Schon wieder hat das Spiel geruckelt. Keine Ahnung, was es da tut. Für so ein altes Spiel aus dem Jahre 2001, glaube ich, oder 2002, sollte mein Computer eigentlich gut genug sein. Keine Ahnung, warum das zwischendurch immer so ruckelt. Vielleicht wegen der Aufnahme im Hintergrund? Keine Ahnung, dürfte es eigentlich auch nicht sein. Naja, im Großen und Ganzen läuft's ja. Bis auf die paar nervigen Bugs, die Gothic nun mal hat, wie zum Beispiel, dass die Spielstände manchmal nicht ladbar sind. Oder dass vorhin, dass in der letzten Folge der Dialog mit Laris, dem plötzlich laut Untertiteln ich Laris Rolle gesprochen habe. Das war irgendwie auch ein bisschen komisch. Aber egal, es ist ja spielbar. Es ist nichts, was das Spiel irgendwie unspielbar machen würde. Das macht es vielleicht ein bisschen komisch, aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann man damit umgehen. Und sich das gefallen lassen. Ah, und mit der Waffe, mit der Rüstung jetzt, vielleicht noch ein bisschen, wenn ich eine bessere Waffe habe, sollte ich vielleicht sogar schon in der Lage sein, den Lurker zu besiegen und die Quest abzuschließen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das brauche für die Aufnahme ins neue Lager. Aber schaden kann es sicherlich nicht. Alleine schon die Erfahrung, die ich dafür kriege, ist bestimmt einiges wert, um weitere Dinge zu lernen. Ja, kann ich mit der Fackel eigentlich kämpfen? Nein, schade. Das wäre lustig. ich habe mal was erzählt von irgendwie schlafen legen, aber ich habe mir gerade überlegt, das ist vielleicht gar keine so gute Idee, weil ich ja jeden Tag hier Wasser verteilen muss. Das ist doch vielleicht viel klüger, wenn ich den Tag nutze, wenn ich das Wasser schon mal verteilt habe, um Dinge zu erledigen. Damit ich nicht wieder neu Wasser verteilen muss. Ja, so, ich habe Schürferklamotten an. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich in die Taverne rein können, ne? Das mache ich doch einfach mal. Oder gibt es gerade sonst noch was zu erledigen? Ja, der Lurker halt. Das ist wieder morgen fällig. Ja, dafür muss ich in die Taverne. Dumm, das ist alles altes Lager. Und mit Torus mal quatschen, aber das mache ich dann, wenn ich im alten Lager bin. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. ich bin doch Schürfer. Siehst du es nicht? Ich bin Schürfer. Und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Immer rein mit dir. Dreckfresser. Vielen Dank, sehr freundlich. Mich einfach reinzulassen. Ah, Balisidro. Von dem hat der andere Bal vorhin schon gesprochen. Ich will mal eben hier speichern, nicht, dass irgendwas schief geht. Ach, dann spreche ich doch einfach mal mit dem da zuerst. Wird schon passen. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Ich sagte was. Du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Zeig mir, was du... Hier! Ah, ganz schön viel.
Ich guck gerade, habe ich denn Reisschnaps? Ja. Hier, trink einen auf mich. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Dankeschön. So was höre ich doch gerne. Vielleicht ist er jetzt ja willig, mir das Kraut zu geben. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Du hast noch nicht mal Geld dafür bekommen, Junge. Schiffer! Na, wie steht's in der Mine? Wir haben das meiste hinter uns. Nur noch wenige Wochen, dann haben wir genug. Hallo! Ja, komm, wir kennen uns doch. Möchtest du mir vielleicht zeig ein bisschen... Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. ...von dem Sumpfkraut abnehmen? Ja, du hast nur 11 Erz, hm? Das ist nicht die Welt. Mal gucken, was kann ich denn dir dafür geben? Die Spitzhacke würde ich gerne behalten, falls ich doch mal irgendwann... 15 müsste 7 geben und 7 und 4 müsste 11 sein. Nein, 12. Was soll ich mit einem Becher? Ich glaube, den Becher habe ich ihm sogar mal verkauft. Ich habe sonst leider gerade nichts, was ich dir anbieten könnte, was ich nicht mehr brauche. Dann eben mich. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Was? Wieso das denn? Senjan, was hast du denn zu erzählen? Oder willst du ein bisschen Kraut? Nee. Du, Junge, ich rede mit dir. Steck! Ich rede mit dir, hör auf zu rauchen. Geht doch. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Weil du wie ein Schiffer aussiehst und hier in der Kneipe bist. Und alle anderen, die nicht Banditen sind, kommen hier nicht rein. War nicht besonders scharf. Seif hat nichts zu sagen. Silas! Solange ich damit nichts zu tun habe, wie läuft's denn so? Gut! Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Weiß nicht. Zu mir? Für Sumpfkraut? Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Was? 18 Erz. Und 100 Pfeile. Hey, das ist cool. Pfeile nehme ich. Pfeile finde ich super. Die kann mir immerhin keiner abnehmen und die kann ich bei jedem Händler gegen 1:1 gegen Erz wieder umtauschen. Zum Beispiel kann ich damit dann auch dem Mordrak seine paar Erz wieder abnehmen. 120, na, das war zu viel. Dann machen wir das so. 118, Wunderbärchen. Passt genau. Vielen Dank. Und jetzt einmal nochmal... Mordrak, bitte. Nein, Mordrak. Mordrak will ich. Ich will nicht Cypher, ich will Mordrak. Hallo. Ja, hallo. Komm, wir kennen uns doch schon. Zeig mir dann. Such dir was aus. So, 11 Erz. Gehen. 11 Pfeile. Lass uns lieber über was finden. Ich habe noch. Ja, ich habe noch Kraut. Und 300 Erz. 200 davon bräuchte ich wahrscheinlich. Sag mal, ihr wollt nicht zufällig ein bisschen von dem Sumpfkraut haben, oder? Ihr Rausschmeißer? Nee. Okay, wem könnte ich das Zeug verticken? Draußen zu der Reisplantage will ich gerade erstmal nicht hingehen. Weil da wieder die Schläger sind und ich Wasser verteilen muss. Ich könnte mich hier im Lager nochmal ein bisschen umschauen. Aber das würde ich lieber am nächsten Tag machen.
Andererseits habe ich halt im Lager immer noch keine Schlafgelegenheit. Es gibt aber da drüben am See eine Schlafgelegenheit. Und da werde ich mich jetzt einfach mal hinbegeben. Da drüben brennt ein bisschen Feuer, da sieht man es vielleicht schon ganz am Rand links. Willst du ein bisschen was rauchen? Nö. Vielleicht, wenn du ein bisschen glücklicher bist, weil der Lurker aus dem Weg geräumt wurde. Ich komme auf dich zurück. Achso, hier ist ein kleines Feuer. Ah, da sind die Bauern von unten. Pock, Balkagan. Sag mal, willst du mir vielleicht das Zeug von deinem Kollegen abnehmen gegen Erz? Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Natürlich kein Erz. Ah, das wäre auch zu einfach gewesen. Ich habe kein Wasser dabei. Oder habe ich Wasser dabei? Ist es bei Tränken oder bei Nahrung? Bei Nahrung, ne? Aber ich habe kein Wasser dabei. Aber hier... Okay, nicht hier. Hier ist nicht der Eingang. Der Eingang ist hier ums Eck. Genau. Da sind ganz viele Betten. So, ja, so Strohmatratzen auf dem Boden. Und ich lege mich da einfach mal hin. Wird schon passen. Bis zum nächsten Morgen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge und sage bis zum nächsten Mal.